Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin nicht der Meinung, dass die Anzahl der Landtagssitze oder das derzeitige Verhältnis von direkt gewählten Abgeordneten zu über die Liste eingezogenen Abgeordneten in Stein gemeißelt sind. Ganz im Gegenteil. Aber ich finde, der Punkt ist doch bei dieser Debatte, dass man mit einer AfD, die für die Schwächung der parlamentarischen Demokratie steht, man schlichtweg nicht sachlich über eine Reform der Anzahl der Landtagssitze diskutieren kann. Die AfD, wir kennen das. Die AfD, wir kennen das, denunziert immer wieder die Parlamente in Deutschland und auch die Abgeordneten der Landtage und des Deutschen Bundestages. Und diese verbalen Angriffe auf die Parlamente, auf die Abgeordneten, werden wir hier nicht unwidersprochen stehen lassen. In ihrem Wahlprogramm zur Landtagswahl, ich habe es gestern noch mal nachgelesen, hat die AfD noch gefordert, dass die zukünftige Parlamentsgröße direkt von der Höhe der jeweiligen Wahlbeteiligung abhängig gemacht werden soll. Also vielleicht klären Sie erstmal Ihre Position, wohin Sie wollen, was Sie fordern, und kommen dann noch mal hierhin zurück. Und dass die AfD in ihrem Antrag argumentiert, dass eine Verringerung der Landtagsmandate keine Beeinträchtigung der Arbeit in den Ausschüssen bedeuten würde und dann als Begründung heranzieht, dass die Anzahl der Sitze in den Haushaltsausschüssen im Hessischen Landtag und im Nordrhein-Westfälischen Landtag ja gleich sind, das ist ehrlich gesagt ziemlich gaga. Denn ja, es stimmt, sowohl in Hessen als auch in Nordrhein-Westfalen sitzen jeweils 21 Abgeordnete in den Haushaltsausschüssen. Aber der Landtag von Nordrhein-Westfalen hat insgesamt auch 20 Fachausschüsse. Der Landtag von Hessen hat nur 11 Fachausschüsse. Also diesen Vergleich zu ziehen, ist total gaga. Und im Übrigen hat Nordrhein-Westfalen auch viel mehr Einwohner, als Hessen es hat. Auch das dürfte Ihnen inzwischen nicht ganz entgangen sein. Aber mal abgesehen davon finde ich, dass die AfD-Abgeordneten hier im Nordrhein-Westfälischen Landtag doch gar nicht beurteilen können, wie viel Arbeit ein Ausschuss denn so macht. Denn sie verweigern sich doch jeglicher Arbeit in den Ausschüssen. Das kann ich Ihnen beweisen anhand der Protokolle, die wir aus den Ausschüssen haben. Egal ob im Innenausschuss, im Rechtsausschuss. Ich kann alle Ausschüsse dieses Hauses nennen, da beteiligt die AfD sich nicht an den Debatten. Herr Seifen, das ist keine Verleumdung. Gucken Sie sich die Protokolle an, dann werden Sie sehen, dass ich recht habe. Sie benutzen das Parlament hier als Bühne für Ihre Hetze. In den Ausschüssen arbeiten Sie nicht. Sie machen Arbeitsverweigerung, und das ist auch dokumentiert. Und im Übrigen will ich noch mal darauf hinweisen, dass eine drastische Absenkung der Abgeordnetenanzahl, wie Sie es fordern, dazu führen würde, dass gerade die kleinen Fraktionen und ihre Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren, so nicht mehr funktionieren würde. Und es geht ja nicht nur um die Kontrollfunktion gegenüber der Regierung. Die Kontrollfunktion hat der Abgeordnete Höhne schon angesprochen und deren Bedeutung. Es geht auch darum, dass wir ansprechbar sind für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Und man kann sich nicht einerseits hinstellen und beklagen, dass die Politik sich immer mehr von der Bevölkerung entfernen würde und gleichzeitig die Reduzierung der Abgeordneten fordern. Das ist ein Widerspruch in sich, den Sie hier auch nicht auflösen. Und weil der Abgeordnete Wagner heute Morgen in der Aktuellen Stunde das Thema direkte Demokratie angesprochen hat, will ich das hier auch tun. Es geht Ihnen doch nicht in Wahrheit um mehr Bürgerbeteiligung. Sie wollen mit Instrumenten der direkten Demokratie Hetzkampagnen gegen Minderheiten fahren. Deshalb nennen Sie die Schweiz als Vorbild. Vielleicht, Herr Kalt, hören Sie mal zu. Aber das ist doch genau der Grund, warum Sie immer die Schweiz als Vorbild nennen für das Thema direkte Demokratie. Und das ist der Unterschied zu uns Grünen. Wir wollen mehr Bürgerbeteiligung. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger stärken. Im Gegensatz zu Ihnen, Sie wollen hetzen.
Parlament ist ein Grundpfeiler unserer Gewaltenteilung und unserer Demokratie. Und ja, die Demokratie kostet, und dazu stehe ich. Und im Übrigen, wenn Sie sich über die Kosten beschweren, Sie können Ihre Abgeordnetendiäten gerne spenden, und Herr Prezell und auch Herr Meuthen können gerne Ihre Doppelmandate ablegen. Es hindert Sie niemand daran, genau das zu tun. Und ich möchte noch mal zum Ende der Debatte bekräftigen, dass die AfD doch ganz offensichtlich überhaupt kein Interesse an der parlamentarischen Arbeit und an einem starken Parlament hat. Und das unterscheidet es. Wir wollen ein starkes Parlament. Wir wollen, dass das Parlament die Regierung kontrollieren kann. Wir wollen, dass die Abgeordneten für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land da sind. Und dafür werden wir weiter streiten. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Schäfer.